So, dann sind wir am Amos. Warte. Oh, lol. Der schlägt uns jetzt gerade. Geht weg! Wenn ihr uns weggehen lasst. Geht weg! Hier ist jemand mit dem Knüppel und schlägt uns jetzt hier. Alter, hör auf! Der geht einmal mit dem Knüppel auf uns los! Alter, geht's noch, Digga? Alter! Scheiß Nazi-Sau, verpiss dich, Alter! Ey, Digga, bleib ruhig, Digga. Ja. Lass es. Schön, dass ihr leid seid, Alter. Nimm den Knüppel weg. Wir gehen einmal mit dem Knüppel auf uns los, mitten in Leipzig. Jetzt. Warum machst du das? Verpiss dich! Verpiss dich aus dem Knüppel! Danke, wir werden gerade. Was? Das ist ein Scheiß-Nazi! Scheiß-Nazi! Natürlich ist das Nazi! Ja, vielen Dank, danke. Du bist selber ein Scheiß-Faschist. Ich bin Reporter. Ich bin Reporter und ich berichte hier über Konrad. Nur weil du brauchst. Natürlich bist du ein Scheiß-Nazi. So, wir müssen jetzt hier abhauen. Die jagen uns mit Knüppeln gerade. Got it. Wir machen eine Reportage hier über Konnewitz und dann gibt's halt solche. Warum hast du mich geschlagen? Ich? Hat dich geschlagen, du hast mich geschlagen. Ich find's wichtiger, dass die Menschen. Ich bin gegen Gewalt. Aber ich find's wichtiger, dass die Menschen sehen, von wem die Gewalt ausgeht. Du bist überhaupt nicht links, Alter. Du bist ein verschissener Nazi. Nicht lang, das ist ein Mann. Das ist ein verschissener Nazi. Wie kommst du drauf, dass ich ein Nazi bin? Du bist keine Nazi. Wie kommst du darauf, dass ich ein Nazi bin? Sieht anders aus. Warum? Hey, da läuft jeder. Du bist der Nazi. Der ist unschuldig. Du bist der Nazi. Du bist vom Montag. Komm, ich sage, komm. Nee. Der läuft jeden Montag mit scheiß Faschos mit. Ja, und du siehst gefährlich aus. Hey! Lass ihn in Ruhe. Siehst du, wer hier der Nazi ist? Er ist kein Nazi. Ich würde mal sagen, wer hier dunkel vermummt mit Knüppeln auf jemanden losgeht, das ist ein Nazi. Geh raus, Mann, geh raus. Du hast Paranoia, geh, verpiss dich! Geh raus. Weichei, Alter. Geht auf, hier. Du bist so ein Nazi. Du bist so ein Nazi. Ich bin der Nazi. Du bist der wirklich Nazi. Hör ab! Du bist der Nazi. Nazi. Oder passt. Du bist kein Fixer, bist du, Alter. Ja, steig in den Bus, Alter. Ja! So ist das hier in Konnewitz. Leider gibt es hier auch Extremisten. Oh, danke. Entschuldige, kann ich kurz mit dir reden? Ist das möglich? Erstmal vielen Dank, dass du mir geholfen hast hier heute. Das wäre ohne dich wahrscheinlich kein sehr Problem, viel fremdlich gewesen. Jeder bekommt Probleme, jeder bekommt Hilfe. Ja. Kein Problem. Ja. Ich versuch halt nur darüber zu berichten. Wie kommt es dazu, dass du mir geholfen hast? Er ist am Ende. Er sieht gefährlich aus. Du bist keine Nase. Ja. Er sieht gefährlich aus. Ja. Wie kamst du überhaupt dazu, mir zu helfen? Ich meine, das ist heutzutage eine seltene. Sieht man, unschuldige Menschen sieht man. Wallah, ich schwöre. Ah. Unschuldige Menschen sieht man von Gott muss verzeihen. Okay. Trinkst du Sternburg? Kein Problem. Möchtest du einen Sternburg? Ja. Okay. Dann trinke ich jetzt einen Sternburg mit dir. Das war zum Wohl. So, jetzt trinken wir jetzt noch einen Stern hier und beenden das hier an. Ich habe getroffen, aber nicht dolle. Okay. Aber das sind echt?